Bereits 1816 war im Rhein eine rätselhafte Flaschenpost angetrieben worden, in der von einem geheimen Thronerben die Rede war. Niemand wusste recht, es damit anzufangen. Am Pfingstmontag des Jahres 1828 taumelte ein junger Mann über den Unschlittplatz zu Nürnberg. Er vermochte kaum zu laufen und stieß nur wenige, scheinbar wirre Worte aus. Ein braver Mann nahm ihn auf und lehrte ihn sprechen, schreiben und alles andere, was zum Leben nötig ist. Verwandte schien der Junge keine zu besitzen. Niemand wusste, woher er kam. Einem Zettel, den man bei ihm fand, entnahm man seinen Namen: Kaspar Hauser. Bald schon kamen Gerüchte auf, die ihn in Verbindung zum Inhalt der mysteriösen Flaschenpost brachten. Im Mai 1831 machte Kaspar die Bekanntschaft eines reichen Engländers, der sich ihm unter dem Namen Philip Henry Lord Stanhope vorstellte.